Da haben die ganze Karre da auseinandergenommen. Ich stand da, ich hab mir so eingegrenzt. Ich so, du Vollidiot, hättest mal deine Schnauze gehalten. Ja, wenn du Dreck am Stecken hast und du bist dann so ACAB-mäßig eingestellt, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du dann irgendwie gecasht wirst oder sonst wie was. Tacho, Leute. Heute ist Scorpedos wieder in freier Wildbahn unterwegs, beziehungsweise an roten Ampeln. Ich habe mir heute mir mal ein Thema ausgesucht, oder Hauptthema. Polizei. Ist ja, wie soll ich das sagen? Man liest ja oft, all cops are bastard, also ACAB, dass alle Polizisten generell Scheiße sind und generell gegen alles. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Polizisten, erstens machen die auch nur einen Job und zweitens sind das auch nur Menschen. Die haben auch Familien zu Hause und so weiter. Ja, so in den ganzen Motorradkreisen sieht man das schon mal öfters. Gerade so auch Tätowierungen und so, all cops are bastard. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht so. Keine Ahnung, ich habe einfach andere Erlebnisse. Ja, da komm. Ich sag jetzt mal gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe ja eine richtig, richtig schlechte Kindheit. Und wenn die Polizei mal gekommen ist, dann war das wirklich so, die hat mich ja, mich und meine Schwester wirklich aus dem Scheiß rausgeholt. Und das nicht nur einmal. Einmal das, da habe ich auf jeden Fall immer nur gute Erinnerungen an Polizei. Ich habe natürlich auch negative Erinnerungen an Polizisten oder an Polizeibegegnungen. Da bin ich aber selber schuld. Ich bin ja früher Roller gefahren, wie wahrscheinlich die meisten von euch, oder vielleicht fahrt ihr gerade Roller oder seid gerade dabei. Und ich habe früher meinen zweiten Roller, den ich hatte, da war ich 16. Mit 15 hatte ich meinen ersten. War ein richtiges Kackfass, aber ich glaube, dann erzähle ich ein anderes Mal. Den habe ich direkt entdrosselt, beziehungsweise mit meinem Vater zusammen. Und er hat damals schon immer gesagt, Junge, du musst für deinen Scheiß selber gerade stehen. Ne? Ich will dir das nicht verbieten, er hätte es gekonnt. Er hätte mir natürlich verbieten können, weil ich war erst 16. Aber er hat gesagt, Junge, du musst selber lernen. Ne? Du weißt, das ist verboten. Also ich hatte nur die Mofa-Prüfbescheinigung. Ne? Ja, und natürlich haben sie mich dann, aber erst ganz viele Jahre später, ich war schon volljährig, glaube ich zumindest. War ich da schon volljährig? Ja, ich war da schon volljährig. Da haben sie mich dann gecasht und dann in einem Jahr dreimal. Sonst habe ich immer darauf geachtet, nicht zu schnell zu fahren, nur so viel wie ich darf. Und wenn man, es gibt ja so seine Wege, die man kennt, wo man mal ein bisschen Gas geben konnte. Gerade auf dem Dorf bin ich ja da in Strahlen groß geworden. Da kennt man ja seine Wege. Ja, da haben sie mich natürlich dreimal gecasht. Und das letzte Mal an dem Tag von meiner Abschlussprüfung, meiner praktischen Abschlussprüfung, auch noch vor meinem Ausbildungsbetrieb, war natürlich mega beschissen. Oh, da war noch richtig beschissen. Aber ja gut, seitdem bin ich dann kein Roller mehr gefahren. Mich dann entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus dahin gefahren. Oh, hier sind auch wieder so, oh, oh, geile Straßen hier, ey. Das ist mich auch alles richtig, richtig teuer gekommen. Dreimal haben sie mich gecasht, dreimal jeweils 8 Punkte. Damals konnte man ja noch 18 Punkte sammeln. Erst dann hast du ja deinen Führerschein verloren. Da ich keinen Führerschein hatte, konnte man mir keinen wegnehmen, auch die Prüfbescheinigung nicht. Aber, oh, Hunger hätte ich jetzt auch. Dafür musste ich dann aber später MPU machen, als ich Führerschein gemacht habe. Also dreimal haben die mich ja angehalten, zu meinen Rollerzeiten. Beim ersten Mal bin ich da durch Geldern geheizt und die haben mich an dem Tag gar nicht gecasht, sondern ich habe den Roller dann versteckt am Friedhof. Also nicht auf dem Friedhof, sondern in der Nähe vom Friedhof. Und die Polizei hat den dann gefunden. Und ich war aber nicht mehr da. Ich war dann bei Bekannten, also bei meiner Familie, die da in Geldern wohnt. Und am nächsten Morgen, ich habe dann da auch geschlafen und dann haben wir da auch was getrunken und so. Ich war ja alt genug auf jeden Fall. Und dann ruft mich meine Stiefmutter an. Ja, die Polizei steht mit deinem Helm vor der Tür. Du sollst mal bitte zur Wache nach Geldern kommen. Ja, geil. Da war für mich ja schon wieder alles gelaufen. Da war das erste Mal, wo die mich gecasht haben.
Und das ist mir dann noch richtig teuer geworden, weil die Polizei mir beim Hinterherfahren noch einen Schaden an ihrem Auto gemacht haben. Und zwar, ich bin natürlich ganz schlau gewesen, mit dem Roller kommst du da überall durch. So, war dann so ein Mittelpöller und da sind die natürlich gegengefahren. Ja, da durfte ich dann natürlich auch noch bezahlen. Richtig geil, ne? Ja, selber schuld. Beim zweiten Mal, da stand mein Roller und zwar bei uns auf der Hofeinfahrt, unserem Haus. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der an war oder nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht gefahren und ich saß auch nicht drauf. Das weiß ich noch. Ich habe da irgendwas dran geschraubt oder irgendwas gemacht, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob der an war oder nicht. Und dann kam die Polizei und die hat auch nicht viel rumgeschnackt. Die hat sofort gesagt, den schleppen wir sofort ab und dann kommt er auf den Prüfstand. Und ich so, ja, ich bin noch gar nicht gefahren. Woher wollt ihr denn wissen, ob ich das Ding im öffentlichen Straßenverkehr bewege? Ne? Egal, auf jeden Fall dafür direkt auch wieder 8 Punkte, weil natürlich war der frisiert. Gut, ich weiß nicht, ich glaube, dass die wahrscheinlich einen Tipp bekommen haben. Auf jeden Fall habe ich da kassiert und dann, wie ich vorhin dann schon gesagt habe. Aber nee, dazu wollte ich jetzt sagen, da waren die richtig unfreundlich. Das waren richtige Arschlochpolizisten. Also, das sind, glaube ich, auch menschlich richtige Arschlöcher gewesen. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend. Du kannst ja beruflich nicht arschlochmäßig sein und zu Hause die freundlichste Katze von Welt. Das funktioniert nicht. Entweder du bist ein guter Kerl oder eben nicht. So, und so sehe ich das nämlich bei den Polizisten auch. Wenn jemand generell eine freundliche Einstellung hat oder sich auch denkt, ja, bist du respektvoll zu mir, dann bin ich auch respektvoll zu dir. Und so habe ich eigentlich auch die meisten oder eigentlich alle Begegnungen mit der Polizei, bis auf das eine Mal, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die waren einfach richtige Vollaffen. Dann hatte ich auch mal einen Roller verkauft und am selben Tag kamen die dann noch, ja, vermissen Sie irgendwie einen Roller oder irgendwas, wir haben hier einen Roller mit Ihren Kennzeichen da gefunden, sage ich, nee, ich habe den gerade verkauft. Ich muss dazu sagen, ja, da war ich aber noch minderjährig oder 18 in so einem Spielraum. Und da waren die Polizisten auch bei uns vor der Haustür, die haben nur gefragt, irgendwie was. Und dann sind die auch wieder gegangen. Und ich hatte auch keinen Kaufvertrag. Das war alles so per Handschlag. Das haben die dann geglaubt. Und dann sind die weggegangen. Der Typ muss wohl irgendwas gemacht haben damit und ist dann abgehauen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja gar nicht da und da war auch viel zu weit von meinem Zuhause weg. Also wussten ja, dass ich da gar nicht gewesen sein konnte. Ja, und dann habe ich auch nie wieder was gehört. Aber die waren auch total freundlich. Die haben ganz normal nachgefragt. Und was waren denn noch so meine Polizeibegegnungen? Ja, mit dem Auto einmal. Ja, gut, das war eher Zoll. Bin ich mit einem Bekannten nach Holland gefahren. Bietet sich ja an, wenn man in Strahlen wohnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss ich sagen, da hatte ich ja noch keinen Führerschein und da war ich auch nur Beifahrer. Und mein Bekannter, der hatte direkt eine große Fresse. Wir haben nichts gemacht und blabiblub und dann hat es ja direkt so hoch gesteigert und ich dachte nur, nein, Junge, ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Da haben die ganze Karre da auseinandergenommen und ich stand da, ich hab mir so eingegrenzt, ich so, du Vollidiot, hättest mal deine Schnauze gehalten. Wir hatten ja nichts dabei, war gar nichts, ne? Aber die haben die ganzen Boxen hinten auseinandergenommen und überall reingucken. Das nur, weil der so eine große Fresse hatte, hundertprozentig. Das war auch eine geile Aktion. Mit meinem Auto bin ich und mein Onkel wollten nach München-Gladbach gefahren und auf dem Weg dahin bin ich am alten Bundeswehrdepot in ja, Hinterheerungen vorbeigekommen und da standen die mit Maschinengewehre. Also da war auch Polizei und noch was Höheres dabei und die standen da mit Maschinengewehre, also richtig hoch bewaffnet. Und ich mit meinem Audi dahin, ja, also da hatte ich dann noch ein Audi Cabrio, der auch ein bisschen aufgemotzt war und gar nicht mal so leise war und all so Geschichten. Aber danach haben die gar nicht geguckt. Ja, haben die mich natürlich rausgewunken. Ich hatte ja meinen Onkel dann noch im Auto, weil der hat sich gerade auch einen Audi da gekauft und wir wollten den abholen gehen. Haben die uns rausgezogen. Dann sollte ich mich an so einem bestimmten Platz hinstellen, weil die hatten da so eine richtige Schlange hingestellt, so, und sind von Auto zu Auto gegangen. Also ich gehe mal davon aus, dass die irgendwas oder irgendwen Spezielles gesucht haben. Weil eine normale Verkehrskontrolle, da steht keiner mit Maschinengewehr. Und da waren so viele Polizisten und die waren auch super freundlich zu mir. Ich hab, ja, ganz normale Kontrolle und so habe ich denen alles gegeben. Und alles war sonst soweit in Ordnung. Der eine hat da ein bisschen auf die Reifen geguckt und so, aber da war ja alles tippitoppi. Und mein Onkel, der steigt einfach aus, um eine Zigarette zu rauchen. Das geht doch nicht! Der Polizist, ich habe nicht gesagt, dass sie aussteigen sollen. Da sagt man, ich kann da wohl rausgehen und rauchen, blabliblub. Und dann ging das auch hin und her. Und irgendwann ist mein Onkel dann beleidigt ins Auto reingestiegen, hat die Zigarette weggeschmissen. Ja. Also, ja, da war so eine Nummer. Da fällt mir auch noch was ein. Da bin ich mit meinem Freund und Presi, waren wir im Osten, in Ostdeutschland, da Richtung
Dresden. Da sind wir eine Zeit lang immer jährlich da auch auf Party gefahren, zum befreundeten Club. Und auf dem Rückweg, der hat eine uralte Harley und ein richtig geiles Teil. Auf dem Rückweg hat er aber was verloren, und zwar ziemlich viel. Da ist ihm hinten der ganze Heckfender samt Gepäckträger und Kennzeichen und alles, was da dran gehört, mit Blinker hat er gar nicht, weil die ist so alt, die braucht gar keine, abgefallen. So, und dann war Stau und wir haben ganz vorsichtig durchgefiltert und sind auch an der Polizei entlang. Wir hatten noch Bekannte dann mit dem Auto dabei und haben wir ja dann die fehlenden Teile da reingeschmissen und sind dann weitergefahren. Aber was willst du denn ja auch anderes machen? Und die Polizei hat uns natürlich gesehen. Als der Stau dann zu Ende war, haben die uns so schnell eingeholt, da konntest du gar nicht glauben, haben die uns dann rausgezogen, auf den nächsten Rastplatz runter. Erstmal ganz normale Kontrollen gefragt, haben sie kein Kennzeichen oder wie oder was, da haben wir denen das erklärt. Dann kommen Helmut und Bruno, meine beiden Polizisten, und sagen, ich darf doch nicht mitfahren. Und dann fuhr auch das Auto dann da vorbei, aber natürlich auf der Autobahn. Das haben die uns geglaubt. Die haben dann die sind dann uns auch ein Stückchen hinterher gefahren. Ich sollte dann hinten fahren, weil ich hinten halt Licht hatte und Nummernschild und alles drum und dran. Die haben auch alle Daten überprüft, ob das Motorrad zum Namen passt und so. Das können die alles online da abrufen. Ja, und dann durften wir auch weiterfahren. Die waren auch ganz freundlich, ne? Und ist doch so, also ich sag mal über 90%, wenn du freundlich zu denen bist, dann sind die auch freundlich zurück. So, und wenn es auch keinen Anhaltspunkt gibt, dass jetzt irgendwie irgendeine Gefahr besteht, ob jetzt für die oder für dich oder für uns selbst, dann gibt es auch keinen Grund, da irgendwo aufzumucken. Von daher sage ich, euer Cops, Abbas, das ist totaler Schwachsinn, Leute. Ich behaupte, dass die meisten, die so einen Schwachsinn erzählen, selber irgendwo Dreck am Stecken haben. Ob Motorradfahrer, die haben hundertprozentig irgendwelche Teile verbaut, die nicht eingetragen sind. Ob das alles so richtig ist mit Deutschland, mit den ganzen Eintragungen und oder ob das, sagen wir mal so, ob das okay ist, das finde ich auch nicht. Ne? In Deutschland musst du ja für alles irgendwelche Papiere haben oder irgendeinen Scheiß. Du darfst da gar nichts machen, ne? Ohne dass das irgendwo TÜV abgenommen ist oder sonst wie was. Das ist die eine Sache. Die andere aber, ne, wenn man deswegen dann sagt, Polizisten wären scheiße, ja, die Polizisten machen die Regeln nicht. Die setzen die nur durch, von Mutti Merkel da oben runterrutscht. Ne? Also die Scheiße, die fließt immer nach unten. Ja, und Polizisten sind relativ weit unten, das muss man mal so sehen. Weißt du, die sind dann die Leidtragenden, die die Scheiße umsetzen müssen. Ich glaube auch nicht, dass jeder darauf so Bock hat, auf all dem, was die Polizisten machen müssen. Auch jetzt in der ganzen Corona-Auflagen, ganzen Kacke und so. Da kann man nicht sagen, boah, die Polizisten sind scheiße, die machen das und das. Ja, die kriegen das aufgelegt. Entweder du machst das oder verlierst deinen Job. Und so sieht die Sache aus. Ich habe auch schon öfters, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs war, Motorradpolizist, ja, ich wollte schon Bulle sagen, das ist ja nichts Schlimmes, ich finde das jetzt keine Beleidigung. Ob da jetzt ein Motorradbulle neben mir war oder so, und auch an der Ampel, dann kommt da ein neben, die sagt, oh, wenn schönes Wetter ist, dann, ich habe auch schon mal mit so einem gequatscht und so. Beziehungsweise der hat mich angesprochen, oh, schönes Moped und alles. Gar keine, weil der hatte auch so eine zu Hause oder hatte früher mal so eine, irgendwas hat er mal erzählt, ich weiß nicht mehr, ganz ist schon ein paar Tage her. Okay. Weißt du, das sind auch nur Menschen. Und wenn man nicht blöd ist, dagegen nur, also grundsätzlich negativ eingestellt, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ich sehe das auch immer auf YouTube und in anderen sozialen, öffentlichen, hier Social-Media-Zeugs da. Die Leute teilen blind irgendwelche kleinen Videos, wo nur ganz kleine Ausschnitte sind, wo ein Polizist auf irgendeinen haut oder die Person, ey, pass auf, ich bin hier, angeblich zu hart rannimmt. Was aber vorher alles passiert ist, das ist nie da zu sehen. Und wenn man sich die Videos dann mal irgendwo raussucht, weil sie dann doch auftauchen, da ist in den meisten Fällen oder über 90% der Fälle die Polizei im Recht. Die müssen sich auch schützen. Wenn du da jetzt einen Verrückten, oder ich sag mal den meisten, du, der jetzt das Video schaut, wenn du doch angegriffen wirst, dann wehrst du dich doch auch in irgendeiner Art und Weise. Oder vielleicht rennst du auch weg, ist ja auch egal, ne? Aber du tust doch irgendwas, damit du nicht zu Schaden kommst. Und genau das muss die Polizei auch machen. Wenn ich Polizist wäre und einer kommt auf mich zu mit dem Messer, mit der Knarre, dann haue ich den sofort auf den Kopf oder was weiß ich, welche Mittel die gerade zur Verfügung haben, welche die einsetzen dürfen. Ich würde sagen, die greifen wieder an. Ist doch so. Und das mache ich privat genauso. Kommt einer zu mir, will mir was Böses, dann gebe ich dem Böses zurück. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich reg mich über das Thema ein bisschen auf, weil ich das Schwachsinn finde. Ne? Und das sind manchmal dann auch Menschen und Leute, die früher oder später andere Menschen verraten, aber dann auf die Polizei rumhacken, weißt du? Denke ich mir, ja, du hast ja auch keine eierne Hose. Das ist oftmals so.
Ja, wenn du Dreck am Stecken hast und du bist dann so ACAB-mäßig eingestellt, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du dann irgendwie gecasht wirst oder sonst wie was. Es gibt einfach gewisse Gesetze in jedem Land, in unserem Land sind die Gesetze halt so, wie sie sind. Nein, doch. Entweder du hältst dich oder wir alle halten uns da dran. Und ich sag jetzt mal, noch können wir ja relativ frei leben in unserem Land. Also es gibt ja Länder, da ist das alles nicht so schön wie bei uns in Deutschland. Klar, jetzt in den letzten Jahren hat sich natürlich auch viel verändert. Aber trotz alledem bin ich doch immer noch der Meinung, dass wir, ja klar, wir leben in einem Papierstaat und Gesetzesstaat und hier gibt es auch Gesetze, die sind total Banane. Da bist du mit einem Bein im Gefängnis, wenn du ein vernünftiges Motorrad hier fahren willst. Da ist manchmal einfach nur drüber zu lachen, ne? Aber trotzdem hält man sich einfach nicht dran und du kriegst die Quittung. Dann ist nicht der Polizist schuld, der dich gerade dran kriegt, sondern du selber. Vorausgesetzt, er war natürlich vorsätzlich, ne? Es gibt natürlich auch Sachen, wenn du das nicht weißt. Aber auch da hilft manchmal Unwissenheit vor Strafe nicht. Das ist genauso wie, du wirst geblitzt oder so. Dann heißt direkt, ja, scheiß Bullen. Ist ja teilweise meistens wirklich so, dass vor Feiertagen, ob jetzt vor Weihnachten, meistens vor Ostern oder was, ne, oder wenn ganz schöne Tage sind, dass dann vermehrt Kontrollen sind mit Radaranlagen oder auch gerade an Motorradstrecken und so. Ich finde das natürlich auch nicht so geil. Ich würde natürlich auch ein bisschen... Ich reiz auch meine 10-15 km/h aus, ne? Aber da bleibt alles in der Ordnungswidrigkeit. So, und dann gibt es natürlich Vollidioten, die voll krass zu schnell fahren und einfach übertreiben. Und die werden dann natürlich gecasht und erst halt die scheiß Bullen. Nein, du bist scheiße, weil du zu schnell fährst. Oder viel zu schnell fährst. Das ist einfach so. So, da kann die Polizei doch nichts für. Was machst du? Nix. Er macht doch Blinker. Es gibt auch Arschloch-Polizisten. Es gibt auch Arschloch-Priester. Es gibt Arschloch... Sonst wie was. Arschloch, selbst ein Bäcker kann ein Arschloch sein. Egal, wenn der Mensch grundsätzlich ein Arschloch ist, dann spielt das keine Rolle, welchen Beruf der gerade ausübt. Wenn der als Polizist gerade vor dir steht, der grundsätzlich ein Arschloch ist, nicht weil der Polizist ist, sondern weil der als Person, als Mensch einfach völlig daneben ist, ja, dann hast du natürlich die Arschkarte. Ich hab gar nichts gemacht. Dann entweder versuchst du irgendwo gegenzusteuern oder eben eskaliert und du, ja... Die haben auch nicht immer auf alles Bock, ne? Und ich glaube auch, das ganze Polizisten-Ding und der ganze Beruf, das hat sich auch alles ganz schön verändert. Also ich habe den Anschein, dass die gar nicht mehr so viel dürfen und sich durchsetzen dürfen und auch mit die Waffe, was heißt jetzt benutzen, aber die Waffe ziehen. Ich sehe immer nur, dass die mit ihrem blöden Knüppel stehen. Wenn man jetzt mal vergleicht, wie das mal früher so war. Früher, wenn die bedroht werden, haben die ihre Waffe gezogen und wenn du dann immer noch auf die losgegangen bist, ja, dann durften sie auch schon mal schießen, ne? Nicht, dass sie jetzt jemanden ermorden. Es gibt da genug Wege, irgendwo hinzuschießen, um einen aufzuhalten, ne? Ohne, dass du ihn jetzt direkt ermordest. Der Körper ist ja groß genug. Aber in Amerika zum Beispiel, die warnen dich ein, zwei oder dreimal und dann wird geschossen. So, und da haben die Leute noch Respekt vor der Polizei. Und hier hat keiner mehr Respekt vor der Polizei. Das ist die traurige Wahrheit. Selbst hier kleine Kinder... schreien die Polizisten an, ihr Schweine und blabliblub. Ich glaube auch nicht, dass das leicht für die Polizisten ist. Aber da können die Polizisten in dem Sinne auch nichts für. Die kriegen ihre Auflagen, was die wie machen dürfen. Und dann ist das einfach so. Oh, was hat er da hinten schön drauf geladen? Oh, die Suzuki, die rechte, die hat mir diese auch schön aus. Die habe ich auch mal Probe gesessen. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr die Sache? Gerade die auch Motorräder als Hobby haben, sei es Motovlogger, sei es andere, die Motorräder umbauen und so. Wir sind ja auch viel mit TÜV-Geschichten und so unterwegs und all so ein Kram. Und dann manchmal, ja, oder man lässt auch manchmal den DB-Killer raus und man weiß, dass das illegal ist. Und man macht es dann halt trotzdem, ne? Aber wir sehen eh die Geschichte. Wenn ihr zum Beispiel mal, ich gehe jetzt mal von einer Kleinigkeit aus, wie so einen blöden DB-Killer oder du hast mal irgendwie eine Scheibe vorne nicht eingetragen oder so ein Kram. Was habt ihr da für Erfahrungen mit der Polizei oder allgemein mit der Polizei? Seid ihr auch so eingestellt mit, ne, alle Polizisten sind sowieso Schweine? Oder sagt ihr eher, ne, so wie ich das jetzt gesagt habe, wenn ich irgendwas nicht rechtens habe und die kriegen mich dann dabei, dann sind die am Recht so, ne? Bin mal gespannt. Ich glaube, da das ein relativ heikles Thema ist. Gerade auch wir Motorradfahrer. Ja, manchmal werden wir auch schikaniert. Ist aber in meisten Fällen nur dann, wenn man genau dann an den Wochenenden, wo schönes Wetter ist, wo jeder, der Motorrad fährt, auf ganz bestimmte Motorradrouten unterwegs ist
wo dann schon sehr stark auch die Geschwindigkeiten reduziert werden und wurden und auch Motorradstrecken gesperrt werden, was ich auch sehr, sehr schade finde. Aber das sind die meisten Motorradfahrer schuld und wir leiden halt darunter alle. Und das sind dann, also die meisten, die sich nicht an den Regeln halten, das wollte ich jetzt sagen. Nicht, dass alle Motorradfahrer jetzt deswegen schuld sind, nee, Schwachsinn. Die meisten Motorradfahrer eigentlich, also prozentual gesehen, die sind ja in Ordnung, die halten sich an allem. Ne? Und dann hast du halt die paar Prozente, die die schwarze Schafe sind. Und das nervt halt einfach auch Anwohner und alles. Ich merke es ja auch zu Hause, ich fahre auch Motorrad und fahre auch schon mal gerne was schneller. Aber dann gibt es Idioten, die fahren dann in der 50er-Zone doppelt so schnell, dreimal so schnell, ja, dreimal jetzt nicht, aber mit 130, 140 durch. Du als Motorradfahrer kannst es ja einschätzen, wie schnell kommt es jetzt angeballert. Das muss alles nicht sein. So, und solche Affen sind dann einfach schuld. Und genau solche Affen kriegen irgendwann mal eine Faust durch die Helmschale. So, und die müssen sich dann nicht wundern, dass die Polizei dann mal da steht mit ihrer Kanone in der Hand, also mit dem Blitzding da. Ja, und die Leute sind dann reif. Ja, ich muss ja gerade sagen, ich fahre ja auch fast 10 km/h zu schnell. Aber wahrscheinlich blitzt das Ding dann noch nicht mal, weil mit der Toleranz und das Ding fährt sowieso keine Ahnung wie schnell, ne? Man weiß es nicht so genau. Ja, naja, hier bin ich jetzt ja schon mal angefahren. Ja, egal, Leute. Das war eigentlich so das Grundthema. Naja, so ein bisschen regt mich das auf, wenn so viele das sagen, auch viele Jugendliche, ja, scheiß Cops und so. Ja, dass die aber alle irgendwo irgendeine Kacke machen, Hauswände anschmieren und was weiß ich nicht alles. Ja, das sagen die dann nicht, und dass die eigentlich nur Angst haben, erwischt zu werden. Das muss ja auch alles nicht sein. Ich war auch mal jung und auch ich habe mal Mist gemacht, ne? So, habe ich auch vorhin schon gesagt und ich stand dafür gerade. So, dafür kann der Polizist aber dann nichts. Er macht seinen Job, der sieht, Junge, du machst was falsch und fertig, Ende. So, und genau das ist passiert und so ist das nun mal. Also, ich beende jetzt das Video. Leute, bleibt sauber, habt keine Angst vor der Polizei, ärgert die Polizei nicht und ärgert auch niemand anderen. In diesem Sinne, ja, Leute, haut rein, genießt den letzten schönen Tag. Oder ich hoffe, ihr habt den genossen. Der wird für euch wahrscheinlich schon ein paar Tage vergangen sein dann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute!